An der Stelle hier habe ich mal ein Still Frame, also ein Snapshot, ein Bildschirmaufnahme, Foto in Deutsch gemacht. Und zwar speziell von der Abdruckphase beim Peter. Ja, das heißt, beobachtet mal den hinteren Fuß. Ja, der ist jetzt so im letzten Moment, wo er den letzten Moment Bodenkontakt hat. Und was mir auch schon an dem Tag aufgefallen ist, ja, ist halt eine extrem kurze Schrittlänge und eine sehr, sehr schlechte Abdruckphase, ja, weil ich habe als Referenzwert mal den Winkel zwischen den beiden Oberschenkeln eingezeichnet und gemessen. Das waren 52 Grad, was nicht besonders viel ist. Also eigentlich, ja, humpelt der Peter so ein bisschen über den Platz, ja, der ist kaum abgehoben, dann landet er eigentlich auch schon wieder. Und das ist natürlich eine Sache, die kommt speziell, ja, durch eine, ja, nicht schwache Po-Muskulatur, sondern durch eine gehemmte Po-Muskulatur. Oft hier langes Sitzen, ja, wenn ihr auf der Körpervorderseite, einen tonischen Hüftbeuger habt, ist die Ansprache der Po-Muskulatur gehemmt. Ja, der Gluteus ist der mächtigste Muskel, der euch sozusagen nach vorne drivet, ja, also die Abdruckphase, die Power reinbringt. Und ja, die ist halt, das habe ich halt gesehen, ja, vermutet beim Peter. Und dazu haben wir dann auch direkt mal zwei korrigierende Übungen gemacht, um unsere Annahme zu testen. Und das könnt ihr eben auch genauso machen. Testet euch, indem ihr euch beim Laufen filmt und einen Vorher- und Nachher-Vergleich anstellt. Ja, und so kriegt ihr halt peu à peu auch von Trainingseinheit zu Trainingseinheit euren individuellen Warm-up-Plan beim Laufen. So, und ich zeige euch jetzt mal die beiden korrigierenden Übungen, die ich mit Peter gemacht habe. Was eben ganz wichtig ist zu verstehen, wenn man jetzt aus dem Büro kommt und dann abends zum Beispiel noch eine Runde läuft, dann ist man eben noch in seinen alten Mustern, eben den 8 Stunden Sitzen, gefangen. Und ein Muskel, der da immer besonders tonisch wird, den der Peter hier gerade auch prophylaktisch bearbeitet, ist der Hüftbeuger. Und Peter, sag mal, hast du da noch Probleme? Es wird besser, also es ist viel besser als vorher. Sehr gut. Also, ne? Das zum Beispiel dieses hier. Jawohl. Was der Peter da hat, der ist im Bereich vom Tensor Fascia Latae. Du kannst auch mal weiter in die Mitte des Oberschenkels gehen. Also rund, also du gehst hoch, die Rolle geht runter. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Auch ruhig Richtung Knie. Dann hast du mehr den Vastus Lateralis. Stopp. Hier auch nochmal probieren. Und jetzt, wenn du dich so weit nach vorne bewegst, dann hast du den Rectus Femoris. Ne? Genau. Guck mal, ist die, wie fühlt sich die Stelle an? Ja, die ist schon übel. Ja. So, dann bleibt mal genau drauf. Genau, und dann zieht der, das ist eine sogenannte Flossing-Technik, der Rectus Femoris, der geht nämlich über die Hüfte, der geht aber auch übers Kniegelenk. Das heißt, was der Peter hier macht, mach mal Stopp, Peter, zeig mal einmal kurz das mit dem Becken, Hohlkreuz, das wäre falsch. Becken kippen, genau, dann ist der Hüftbeuger vorgespannt und dann wird er über das Kniegelenk auf die komplette Länge gebracht. Und da merkst du jetzt, ne, morgens, da ist immer was los, typisch. Gerade aus dem Auto ausgestiegen, genau, ruhig noch ein Punkt. So, und das Ganze könnt ihr zu Hause auch machen, ja, und wirklich zwei, drei Punkte, ja, ihr könnt den Vastus Lateralis nehmen, den Rectus Femoris, den Tensor Fascia Latae. Ich blende hier auch mal die Bilder ein, weil an den Anatomiebildern könnt ihr euch immer grob orientieren, wo die Rolle hin muss. Das ist auch kein Hexenwerk, das ist keine Millimeterarbeit, geht einfach dahin, wo es weh tut. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, eine Mobilisation alleine bringt noch nichts, sondern was jetzt passiert, der Muskel lässt locker. Der Peter geht noch auf die andere Seite. Der Muskel lässt locker. Ja, und wir können mit der neu gewonnenen Bewegungsfreiheit arbeiten. Und das müssen wir machen, indem wir jetzt nicht sofort rausgehen und wieder laufen, sondern indem wir den neu gewonnenen Bewegungsradius eben aktivieren mit einer funktionellen Muskelansprache und einer Aktivierung der Gegenspielermuskulatur. Das wird in dem Fall der Gluteus Maximus sein, mit einer Übung, die ich euch gleich zeigen werde. Ist das eine Variation, die du im Unterarmstütz machst? Und zwar genauer im kurzen Unterarmstütz. Das heißt, du gehst in den Vierfüßler, so, klappst ab, kurzer Unterarmstütz,
fährst die Knie raus. Jetzt musst du mir mal helfen, bin ich ungefähr horizontal mit dem Rücken. Das ist mein Punkt. Ein bisschen weiter raus noch. Ja, so. So, ne? So, jetzt aktiviere ich die Spannungsanker, Becken, TVA, Brust, raus. So, und jetzt kippst du eben das Becken nach hinten, ne? Ist klar. Mhm. Und jetzt guck mal, was passiert. Ich hebe ein Bein ab. Und zwar, guck mal hier, ich gehe extra nur so hoch und versuche jetzt den linken Gluteus zu aktivieren, indem ich hier immer höher gehe, ohne ins Hohlkreuz zu fallen. Also nicht das hier machen, sondern Becken kippen, Spannungsanker aktivieren und dann hier über den Gluteus arbeiten. Und da ist auch bei mir hier Schluss. Ja, das hältst du für 5 Sekunden, gehst runter, Becken nachkorrigieren, andere Seite, 5, 4, 3, 2, 1, runter, nachkorrigieren. Das ist eine total anstrengende Übung. Ich merke das schon. Ja, genau. Und ja, Peter, versuch mal. Mach mal Kind zur Brust erst. Jawohl. Sehr gut. Stopp. Stopp. Genau. Nochmal. Becken kippen. Das war super. Mit Stopp meinte ich nicht noch höher. Ach so. Ja. So, und jetzt guck mal, ob du den Gluteus merken kannst. Versuch den zu holen. Ja. Der haut ganz schön rein, ne? Zack. Und einmal die andere Seite. Genau, mach ich kurz Pause. Alles. Genau. Boah, das machst du aber gut. Sehr schön. Ja. Worauf der Peter jetzt hier besonders achtet, ist hier gar nicht das Füßchen, das Beinchen zu heben, sondern das Becken nach hinten zu kippen, ne? Alles klar? Ja, ja. Hamstring, Zerrung? Ja. Der zieht zusammen. Der ja, zieht genau. Zusammen. Aha. Ist das das Bein mit dem Piriformis auch? Ja. Aha. Genau. Da hast du keine Aktivierung im Gluteus? Nee, nicht wirklich. Konzentrier dich aufs Becken. So, und was man jetzt hier gut sehen kann, ja, was mir auch direkt aufgefallen ist beim Retest, der Peter hat eine deutlich, deutlich bessere Abdruckphase. Das wird vor allen Dingen deutlich, wenn man mal beide Aufnahmen miteinander vergleicht. Nicht wundern, der Peter hat hier im ersten Bild eben roten Pulli an. Das ist nicht etwa an unterschiedlichen Tagen gefilmt worden, sondern eigentlich nur 20 oder 30 Minuten später. Ja, hier sieht man im ersten Bild 52 Grad und das Bild ist sogar einen Ticken später entstanden. Also der Fuß ist sogar, die Abdruckphase ist sogar noch weiter eigentlich, ja. Und der Unterschied von 14 Grad, der ist eigentlich noch enormer, als man hier sieht. Aber es sind immerhin 14 Grad und das ist eine ganze, ganze Menge. Und man sieht eben auch im zweiten Bild, ja, bei den 66 Grad, der Peter steht deutlich höher über dem Boden, hat einen deutlich weiteren Schritt. Ja, hier der Unterschenkel ist ja noch nicht ganz ausgependelt. Und ja, das zeigt eben, dass wir eben den Hüftbeuger gelöst haben und den Gluteus aktiviert haben, eben auf der Rückseite von Peters Körper. Und so einen längeren Schritt erlangt haben. Ja, hier ist häufig, habe ich schon häufig gehört von Kunden, dass denen irgendwie empfohlen wurde, den Hüftbeuger zu kräftigen. Das kann natürlich in Ausnahmefällen auch sein und helfen, aber ich sag mal pauschal für den ganz normalen Büro-Alltagskrieger ist der Hüftbeuger tendenziell eher immer tonisch, muss also mobilisiert werden, wie jetzt im Video gezeigt, und der Gluteus tendenziell eher gekräftigt werden. Und ein ganz, ganz wichtiger zweiter Punkt, dass der Retest, also das Laufen, ist unmittelbar nach den Übungen entstanden. Also wir konnten vom Fitnessstudio direkt raus auf den Sportplatz, 20 Meter, also direkt vor dem Eingang, und haben das eben umgesetzt. Und ich kann euch das wirklich auch empfehlen, das wirklich als Warm-up für euch zu nutzen, dass ihr zum Beispiel zu Hause im Wohnzimmer oder draußen bei schönerem Wetter die Übung macht, ja, und dann direkt von eurer Haustür, von eurem Auto, Kofferraum, wie auch immer, loslauft, um dann auch diese Effekte zu haben, ja. Und ja, ich meine Bitte an euch, schreibt mir mal gerne, wie ihr dieses Format fandet. Und ganz, ganz wichtig, teilt das Video mal mit Laufkollegen, ja, mit Läufern, von denen ihr wisst, die haben auch häufig mit Verletzungen zu kämpfen, weil das eine ganz, ganz, ganz unbekannte Ressource ist, dieses Thema Functional Training, korrigierende Übungen. Ja, gerade im Laufsport, die meisten Lauftrainer konzentrieren sich auf den V-Max, auf Laktatwerte, auf gewisse Distanzen, die man rennen kann, um dann wie auch immer geartet seine Laufgeschwindigkeit, Laufdistanz zu verbessern. Und das natürlich auch nicht unter den Teppich zu kehren, aber sind wir mal ehrlich, die meisten scheitern eben nicht an einem schlechten Trainingsplan,
sondern an Überlastung, Verletzung und einhergehenden Schmerzen, die für eine Schonhaltung sorgen und uns vom guten Lauftraining eben auch abhalten. Und ja, probiert diese Übung mal aus, ja. Das ist eigentlich eine Sache, die für jeden Relevanz hat. Ja, also Hüftbeuger öffnen ist gerade am Anfang, kann schon mal wirklich 10 Sekunden auf den Kilometer den Schnitt verbessern, locker. Und schreibt mir da eure Ergebnisse mal gerne in die Kommentare. Ja, ich lade euch dazu ein, filmt euch beim Laufen. Ja, macht die korrigierenden Übungen, filmt euch nochmal beim Laufen. Oder etwas einfacher, ihr könnt auch einfach mit dem Pace messen, ja, es gibt ja immer GPS-Tracker am Handy, und dann guckt mal, ob sich bei gleicher Laufdistanz nicht vielleicht um ein paar Sekunden euer Durchschnittspace verbessert hat, was dann nicht von der Tagesform abhängig ist, sondern von diesen Übungen. Und in diesem Sinne, mit den Informationen wünsche ich euch viel Erfolg, ja, viel Spaß beim Laufen, auch jetzt bei dem Wetter hier, hätte das Video wahrscheinlich im Sommer bringen sollen für doppelt so viele Aufrufe, dafür geht das jetzt hier an den harten Kern an Läufern raus. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. Fühlt sich gut an. Ja. Noch ein. Ja, okay.